Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Gastreplay von World of Tanks. Ich bin Sonossi und kommentiere heute von Hatgun Hals vom Clan Skill sein Leopard 1 auf Airfield. Jo, wie man sieht, ist er mit irgendeinem so Bob, geht's. Nämlich mir im Zug. Und Ex ist von Skibo. Jo, gucken wir mal. Ja, schönes Dreierplatoon, Leopard 1, Object 268 und T110E4. Ja, T10er Medium der Deutschen. Also man sieht 6,88 Sekunden Nachladezeit, die Knifte. Wir kommen mal kurz Zeit. Und, ja, 268 Durchschlagskraft, 390 Alpha-Schaden. Heat geladen, kein APCR, APCR-Standard-Munition, 330 dort und auch 390. Und HE 53 mit 480. So, wie man sieht, fährt er das Ding mit einem kleinen Rep-Kit, kleinen Medikit und Schoki. Ja, Schoki ist immer wichtig. Ja, also scheint nicht oft zu brennen und wenn, ist er wahrscheinlich sowieso hin. So, ja, also ich sehe relativ viele mittlerweile, die wirklich mit den Premium-Verbrauchsgütern fahren. Mache ich mittlerweile in einigen Panzern auch und also es fühlt sich alles so ein bisschen runder, ein bisschen smoothiger an. Und ja, wenn die Kiste nicht so oft brennt, kann man da durchaus mal drüber nachdenken, weil in Verbindung mit Waffenbrüder, Lüftung, wenn sich Armor lässt und die Consumables sind das schon mal 20% und die machen sich auf jeden Fall bemerkbar. So, da oben T44. Wirkungstreffer. Der freut sich auch gleich. Ja, wem so ein paar Szenen aus diesem Spiel jetzt bekannt vorkommen, dem sei gesagt, ja, die habe ich für ein bisschen, für eine Vorstellung von einer Panzerfahrschule genommen. Was heißt, da waren dann so 10 Sekunden oder 20 Sekunden oder sowas mit drin oder auch ein paar mehr. So, also jetzt sieht man hier oben die IS-7 noch mit bei. Also wir haben nicht so eine große Heavy-Macht, wie man sieht. Die Gegenseite ist da wesentlich besser aufgestellt mit dem EN-100, IS-4, IS-7. So, mal gucken. Ja, schön unter Petten unter durchgeschossen. Da kommt natürlich auch Freude drauf. Kann auch nicht jeder. So, also man sieht, wir haben uns so aufgeteilt. Ich stehe auf D9 hinten auf der Schräge auf dem Berg. Wir haben keine Arti, dass ich hier oben die IS-7 mit unterstützen kann, weil wir, wie gesagt, keine Heavies haben. Object 268 steht oben auf B8, um da auch reinflacken zu können. Also wir haben so ein kleines, versuchen ein kleines Kreuzfeuer-Dreieck aufzubauen. Ja, schade. Also was man bei dem Leo sieht, was wirklich sehr schön ist, er hat relativ viel Munition mit. Das heißt also, man kann schon ordentlich mal ein bisschen rumhämmern. Manche Tanks geht dann ja irgendwann auch gerne mal die Muni aus, aber hier kann man wirklich flacken ohne Ende. So, Typ 59, 121er. Wirkungstreffer. Ja, hier oben ist halt das Blöde. Ah, doch, den kriegt er noch raus, ja. Ah, schade. Hier oben ist halt das Schöne, wenn man diese 15-Meter-Regel ein bisschen hinkriegt, das ist nicht ganz einfach, dann kann man hier sogar ab und zu mal einen Schuss blind setzen. Also, dass man nicht aufgeht, das ist ganz gut. So, jetzt kriegen wir hier auf D5, gibt es ein paar Probleme. Und man sieht also eine richtige Heavy-Übermacht jetzt. Und hier unten kommen sie jetzt auch rum. Also hier oben die Position, wo er auch steht, also die ist einfach nur geil. Weil man hat so viel Wirkungsbereich, immer wenn man sich wieder zugehen lässt, man kann immer wieder einen reinflacken, die kommen gar nicht dazu, weil die da unten ja auch beschäftigt sind. Jetzt sieht man, okay, der E75 hat hier hochgeguckt, kann er wieder vorfahren. Ich glaube, der Becken guckt noch, ist abgebaut. E75 trifft natürlich, Halleluja. So, und jetzt kann man es aber auch durch die Nachladezeit, jetzt sind die leider wieder alle weg, okay. Und E75 hat natürlich 13,6 Sekunden Nachladezeit. Ich hatte letztes Mal irgendwas mit 16,3 da die Zahndreher drin gehabt. Aber nun gut. So, also man sieht hier oben, sieht das auch echt nicht so sonderlich gut aus. Jetzt hat sie Tiger 2 da oben noch zerlegt. Das heißt, wir sind also hier oben noch, naja, so 4 Panzer, 3,5 so ungefähr. Weil sie ist ja hier mit der ganzen Übermacht beschäftigt. Also steht auch 1 zu 4. Also man sieht, das ist alles nicht so vorteilhaft. Naja, gucken wir mal weiter. Da könnte er rankommen. Jawohl. Und einen absoluten Low-Roll. Naja. Passiert leider ab und zu. So, mal gucken. T44 ist dann noch. Der E75 ist immer noch voll. Und da oben steht noch der Löwe. Gut, der ist an der IS-3 abgeprallt. Da ist der 121er. Und dann wird er am Turm abgeprallt. Der Killshot hat jetzt noch Glück gehabt, dass er selber nicht noch eine Schelle gekriegt hat. Ja, der Vorteil ist, der hat in die Kette geschossen, der 121er. Und man sieht, das war Heat. Tja, Heat durch die Kette, das wird nichts.
Das ist also wirklich, ja, einfach die Panzerfaschine besuchen, Penetrationsmechanik, da wird dann auch erklärt, warum. So, E75 hat auch nur noch 1000, dem, ah genau, da kann er jetzt noch den 20er rausnehmen und aber so und wieder weg hier oben. Also man sieht, er ist schon mal 4100 Schaden. So, und hier oben sieht man, wird die Luft also wirklich immer enger halt, ne? Also das, die IS-7 ist mittlerweile passé. Das heißt, also jetzt steht ein Objekt hier oben, versucht gegenzuhalten. Ist aber auch, das sieht auch nicht mehr gesund aus. Oh, hat das ein Glück, man hat den E-100 gebounced. Ah, schade. Ja, die Kommandoluken mittlerweile, also man sieht, erst Millimeter vorher eingeschlagen. Also da bounce man mittlerweile ganz gerne mal ab E75 oder auch Tiger 2. Das klappt mittlerweile echt ganz gut so. Und jetzt haben wir hier oben ein Problem. Wie man also sieht, das sind jetzt noch drei fette Heavies gewesen. Da habe ich sogar mal was getroffen. Und ja, oben steht noch der Kinderwerfer auf B3. Das heißt, da muss man auch ein bisschen aufpassen. So, hier könnte er jetzt überlegen, wenn er weiß... Ja gut, jetzt zieht er sich zurück. Heilwolf E75. Das war natürlich nicht gut. Da könnte man überlegen, wenn das 263 ein bisschen offener steht und ein bisschen schräg, ob man da oben in die offene Stelle eine AHE-Schelle reingibt, weil das gibt auf jeden Fall einen Highroll. Aber na gut, so geht's auch. Man ist halt sicher, okay, man macht halt also wenigstens seine 300er Stellen. Wird aber weg da. So, also man sieht, wo man da durchgekommen ist. Kanonenblende, Object 263 funktioniert. Ansonsten ist das Ding bretthart von vorne. Also da kann man auch schon mal dran verzweifeln. Und so, der ist gleich weg. Wunderbar, Ferdinand hat ihn rausgenommen. Super. So, jetzt haben wir hier oben noch zwei Heavies. Mittlerweile ist es auch schon ein leichter Vorteil. Also man hat gesehen, wir lagen 1:4 zurück. Das sah zwischenzeitlich echt überhaupt nicht gut aus. Mittlerweile ist wieder halbwegs ausgeglichen. So, dann gucken wir mal weiter. Hier eiert halt auch noch der Patton rum. Gut, hinten die IS-3. Dann. Und Jagdpanther 2 ist halt noch zu. Der kann halt auch mal locker 500er Stellen verteilen. Da muss man halt auch ein bisschen aufpassen. So, die IS-7 ist noch voll. Halleluja. So, ich löse mal eben die Kamera, wie die beiden vom Zug noch aussehen. Also das Object 268 hat noch 498. So. Nossi ist noch voll. So. Ach ja, genau. Da habe ich, glaube ich, bis jetzt einen Treffer gehabt. Das war der Blow-up auf die E7. Ansonsten echt nur im Kreis geschossen. Also der Treffer war echt toll. Aber wir haben ja unseren Heisi. Man sieht 6100 Schaden. Also der weiß schon, was er macht. Das ist immer gut, wenn man dann solche Leute hat, die einen mitziehen. Oh, da hinten der Kinderwerfer. Oh, scheiße. Boah. Alter Schwede, das war AP. Ach, du ahnst es ja nicht, ey. Boah, hat der ein Schwein. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, das Gefecht. Boah, da bounce der echt von hinten den Kinderwerfer. Irre. Ja, genau. Und dann von Onkel Nossi noch 824 in die Fresse. So ist das schön. So, nimm den bloß raus. Ja, der müsste aber noch Nachladezeit haben. Oh, 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 oh. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ja, also den Dingern schieße ich ungern, muss ich sagen, auf die Wanne. Also ich schieße den wirklich immer auf den Turm, weil am Turm kommst du links und rechts eigentlich immer durch. Der ist sowas von weich. Und die Wanne bounce dann doch mal ganz gut was weg. Oh, jetzt kommt der Jagdpanther 2. Der ging voll durch ihre Panzer. Ja, genau, jetzt den bloß im Dreck halten. Ach genau, das war der Ruf, ich bin tot. Ja, Nossi ist doch da. Also man sah, das war gerade echt extrem knapp. Ich meine, rausnehmen konnte er nicht mit, weil er noch 900 hatte halt. Naja, konnte er nur irgendwie so um die 500 macht, aber das ist natürlich klasse. So, der Kinderwerfer ist mittlerweile vorgefahren, so wie das aussieht. Genauso. Jetzt aber, wunderbar. Da hat er sich aber auch einen abgebrochen. Naja, gut, 7268 Schaden, also das, ja, sei dann zu verschmerzen. So, mittlerweile fahren die beiden Camper-Bobs da hinten auch mal los, ne? Das Object und der gerade der T110E4. Der hat sich das ganze Mensch nicht bewegt. So, da haben wir jetzt noch eine volle IS4. Eine volle IS7. Ja, das wird noch ziemlich interessant werden hier. Und da hinten der Patton muss irgendwie weg. Dann können wir sie nämlich schön ins Kreuzfeuer nehmen.
So, fahr mal weiter, Kollege. Ja, genau. Und der Killshot in die Seite prallt natürlich ab. Das ist... das verstehe ich immer nicht. Nein, klar ist der jetzt halt oben so ein bisschen drauf, aber muss das Ding denn abprallen? Ich meine, da ist es dann immer so, da hätte man noch überlegen können, ob man vielleicht noch... noch HE reinlädt. Ah, das ist keine Hitbox. Schade. So, die IS-7 hat mittlerweile auch noch einen kassiert. Die ist also auch nicht mehr voll. Ja, er muss halt extrem aufpassen mit dem Petten halt, ne? Weil wenn, sobald der... Schönes Ding. Der kann ihm hier oben halt immer noch eine reinhämmern halt. So, jetzt können sie gucken, dass sie hier oben die IS... Oder dass wir die IS-7 in das Kreuz vornehmen. Okay, er fährt runter. Ich glaube, da hatten wir auch gesagt, von wegen... er fragte, kommt ihr klar oder sowas. Ich glaube, da war irgendwas. Also man sieht auch an diesem Tank, was wirklich geil ist, ja, den hätte er sich schenken können, ist halt diese extreme Agilität halt, ne? Das ist natürlich total geil. Ja, wenn ihr den IS-7 vor euch habt, den hätte er sich auch schenken können, wenn ihr den IS-4 vor euch habt, einfach vorne in die Frontwanne, das Ding ist sowas von butterweich. Also da kommst du eigentlich immer durch. Der macht nicht wirklich viel. Und ich finde, in den Seiten sind die extrem hart halt. Aber von vorne ist die IS-4, weiß ich nicht, relativ easy. Ach genau, da bin ich noch. Da habe ich nämlich selber den Fehler gemacht und bin nämlich an der... Scheiße. Dreht den Turm, drückt ab und weg. So kann es auch gehen. Genau. Ich bin oben an der IS-7 noch abgeprallt. Das weiß ich noch, weil der echt extrem gut im Sidescrap stand. Und habe mich da sowas von behämmert angestellt. Ja genau, es zieht sich heute einfach so durch. Das galt halt echt nicht, weil ich abgeprallt bin. Und da habe ich ihn jetzt mit der E weggehämmert. So, gut. Dann haben wir jetzt noch, ja, die IS-4 noch. Also man sieht, okay, der wird dann einfach ins Kreuz genommen. Eine Jagdtiger fährt hinterher. Das Objekt fährt vorne rum halt einfach so, dass egal was passiert halt, ne, dass man nur noch sehen kann, okay, den haben wir weg, da fährt er noch zurück. So, gucken wir mal, die Schelle will sich jetzt natürlich auch keiner fangen. Ne, sind ja alles One-Shots hier, bis auf den Jagdtiger. Ja gut, der nimmt den jetzt auch weg und das Objekt noch. Ach, sogar, okay, noch sie durfte sogar. Na gut, also man sieht, Heisi, 8093 Schaden, also wirklich gut. Ja, das Match sah zwischenzeitlich, wie gesagt, nicht gut aus, weil wir echt eine extreme Übermacht hatten auf D5 mit den ganzen Heavys, die da rumgeeiert sind. Aber die konnten halt auch nicht drücken, weil wir mit den TDs wirklich gut abgesichert haben. Ne? Auf B8 stand einer und einer auf der Schräge bei den D9. Geht aber auch nur so extrem, wenn keine Artis im Spiel sind halt. Wenn eine Arti gewesen wäre, hätte ich da nie stehen können. Auf dieser Schräge stehe ich halt relativ safe, weil ich mich immer wieder fallen lassen kann. Und hier oben, Heisi, ist halt sehr agil gewesen. Auf seinem kleinen Plateau konnte in alle möglichen Richtungen wirken, wenn irgendwas war. Das ist halt wirklich toll. Gut, also kommen wir mal zur Auswertung. Hat die Büchse gemeistert. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ein Unterstützer, ein Großkaliber. 33 Schüsse abgegeben, 29 Treffer davon, 23 Penetrationen, 8093 Schaden. Ja. 1941 Spot noch, 116.000 Credits oder bekommen, brutto, und 31.000 rausgekriegt halt, ne, durch die Schokolade, 20.000 gekostet, die Munition, obwohl er kein Premium verballert hat, war relativ teuer, also hat er fast 40.000 bezahlt und dann die Reparatur noch 25.000. Ja, das war ein Wochenende mit Fünffacherfahrung, also schon ein, zwei Wochen her. 12.300 Erfahrungspunkte. Also es gab 2050 Experience mit Premium. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Hat mir gefallen, die Runde. Hüstel, 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 hüstel. Ja, und der Teamreport halt, ne, Nossi durfte auch noch 4.798 Schaden machen. Also das war dann gar nicht so schlecht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis gleich zur zweiten Runde. So, da geht es gleich mal weiter mit der zweiten Runde der Gastreplays. Wir befinden uns im T-37 von Panzerknacker im Moor. T-7 Top-Tier, keine Artis auf beiden Seiten. Ja, T-37 ist der T-6er Scout der Amis. Ja, mittlerweile sehr, sehr, sehr viel zu finden im T-6 Bollwerksgefecht, weil er extremst agil ist. Die Knifft ist auch ganz gut, reicht für T-6 völlig aus. Und man sieht, was drin ist. Kleines Medikit. Kleines Rap-Kit, großen Feuerlöscher, finde ich immer wieder gut, weil den habe ich mittlerweile auch überall drin, weil die Karren so oft gebrannt haben. Ja, Tarnnetz, Schernfernrohr. Ja, zum Spotten da auf jeden Fall richtig gut. Da geht er nicht auf, wenn er nur spottet, wenn er jetzt schießt. Mal gucken, was er tut.
kann er auf jeden Fall gespottet werden. So, da gucken wir mal. Also, ja, die Karte ist... den Fehler machen unwahrscheinlich viele. Ja, schade, der ist runtergefallen. Hier versuchen sie zu pushen. Einfach nur hier oben stehen bleiben. Das ist so eine geile Position. Das ist so eine gute Dev-Position. Und die fahren unten durch und werden erstmal... kriegen alle nacheinander schön einen in die Seite. Das heißt also, wenn hier oben ein paar Guns stehen mit ordentlich Alpha-Damage, macht das... hämmert er die schon weg. Also ich habe schon mit dem FCM hier oben Runden gehabt. Und die eine war ja auch, die ich ins Together mit reingenommen hatte. Bevor das Match in Anführungsstrichen angefangen hat, bevor die da unten durch sind, hast du schon 1000 Schaden. Das ist total geil. So, also man sieht, das Ding ist echt relativ schnell. Jawohl, ey. Aus der Fahrt 300 Meter erstmal brennt geschossen, so muss das sein. Super. So, also man sieht, das Ding ist relativ fix auf Touren. 60 Klamotten, Ast rein, hat einen guten Tarnwert. Also das ist, die neue Scout-Reihe ist einfach geil, weil die neuen Scouts hier reingekommen sind. Sind alle extrem agil, haben relativ gute Kniften. Klar, man sollte kein Kamikaze spielen, aber das ist, die Zeiten sind sowieso vorbei, um das mit irgendeinem Panzer machen zu können, irgendwo rein zu Yolon. Das geht nicht. So, wem diese Szene jetzt auch gleich bekannt vorkommt, die war auch in der Panzerfahrschule drin. Die hatte ich nämlich auch mit reingenommen, weil man das sehr schön sehen konnte mit einer DPM-Kanone, was man da machen kann. So gut, der IS stellt sich natürlich auch nicht so klug an, da im freien Feld zu stehen, aber nun gut, jeden hat seine. Wie gesagt, ich wiederhole mich da immer wieder gerne. Ein weiser Mann sagte mal, begebt euch nicht in Situationen, wo ihr nicht mehr rauskommt. Ja. Grüße an Jero. So, ja, da die kann er jetzt halt wunderbar runterschnipseln halt, ne, das geht. Zeigt ihm schön die Seite. Jetzt von vorne. Die ES ist auch, wenn man weiß, wo man hinschießen muss, nicht so wirklich hart. Sie spawnt sich, okay, aber ansonsten, wenn die gut gewinkelt ist, okay, aber wenn man weiß, wo man hinschießen muss und trifft dann auch noch, dann ist der Panzer auch nicht so wirklich heftig. So, jetzt kommt dahinter die Hellcat, die steht aber noch hinterm Berg. Mal sehen, ob die vorkommt. Der Vorteil ist natürlich auch, hier oben gilt jetzt wieder, wie beim ersten Match auch schon, keine Arti ist extremst angenehm halt, ne, weil, naja, man kann wirklich ganz anders spielen. So, jetzt nach Möglichkeit keine fangen, aber das finde ich auch ganz gut. Er hat gesehen, okay, er guckt auf ihn, ist nicht im Kill-Modus. Das gefällt mir immer ganz gut und Chance hat sich jetzt geboten. Mein Gott, wenn er sonst weg gewesen wäre, wäre er weg gewesen. Passiert. Ah, schade. Oder oben noch ein Jagdpanther. Ein normaler Panther, Entschuldigung. So. Jetzt mal weiter gucken. Ah, da hinten ist noch ein Aal. Ach, der Schatten ist der AFK. Nö, der fährt einfach nur so übers freie Feld. Eieieiei. Mit so einer Büchse, weißt du? Und dann hinten rum campen. Mann. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Das ist ja schon aktiv gegen das Team. Also muss man halt in der Form sehen, das ist wirklich eine fette Gun und eine gute Panzerung, die wegfällt halt, nur weil der da hinten rumeiert. Naja. Ja, die Hellcat hat überall Hitbox. Mittlerweile kommt man hier unten sogar durch. Ne? Das ging ja früher nicht so wirklich, da ist man ja mehr, fast mehr abgesoffen als alles andere. So, und hier könnte er jetzt überlegen, gut, jetzt hat er 104 noch, aber da könnte man echt überlegen, ob man nicht... HE lädt. Gut, bei 104 war es jetzt egal, weil er eben noch eine gefressen hat. Aber ansonsten, wir können gleich mal kurz auf die Position gucken, wenn sich das hier ein bisschen entschärft hat. Jetzt muss er nämlich selber mal aufpassen, dass der E25 nicht weghämmert. Ja, da hat er jetzt halt ein bisschen... Da hätte er gucken können, dass er wirklich gerade zurückfährt halt. Erstmal hätte er dann die Kiste ein bisschen angewinkelt, weil er eben so... waren ja fast 90 Grad. So, gut, 6,18 Sekunden geht auch noch. Ne, also man sieht auch mit dem 6er Scout, 1900 Schaden ist schon gar nicht mal so schlecht. 3 Kills. So, und ist jetzt auch erst aufgegangen. Das heißt, also der Tarnwert von dem Ding ist halt auch extrem gut. So, mal weiter gucken, sieht mittlerweile relativ gut aus. 13 zu 6, da dürfte nicht mehr so viel passieren. Aber diese Kisten sind schon klasse halt, ne? Die haben eine einigermaßen gute Gun-Depression halt, ne? Dann die Knifte selber ist ganz gut. Und also diese 3 Sekunden Nachladezeit, das ist schon geil. So, jetzt bloß nicht noch von dem E25 eine kriegen, so einen kaputten Amorek. Und selbst wenn das Amorek jetzt kaputt ist, klar, man kann jetzt nicht mehr bursten, nicht mehr irgendwo ran, aber ich sag mal so ein bisschen zum Mitfahren und ein bisschen zum Mitsnippeln, geht halt auch.
Jawohl, ey, ich sag's noch, ey, bloß vorsichtig, passen uns von dem nicht spotten lassen und er fährt vor. Naja, gut. Da würde ich halt auch ein bisschen aufpassen. Jetzt muss er nämlich echt noch gucken, ob der ihn gleich nicht rausnimmt. Der schießt nämlich wesentlich schneller, der Kollege. Ja, jetzt haut er aber ab, wie es aussieht, wa? Ah, noch schön 100 reingedrückt. Wunderbar, so muss das aussehen. Na, kriegt er noch einen? Na. So, damit haben sie... Jo, damit ist das Ding durch. Also kommen wir auch hier dazu. Die Kiste gemeistert. Herzlichen Glückwunsch dazu. So, wollen wir mal gucken. Also, 31 Schuss abgegeben, 22 Direkthits, 21 Penetration, 2439 Schaden. Kam damit zu, dass er den T1 noch abgefackelt hat. So, 1371 Spot noch und 2107 Erfahrungspunkte mit Premium. Ganz gut Kohle rausgekriegt, 40.000, so kann das sein. Er hat noch dazu geschrieben, 16.600 WN8 mit dem Ding. Ja, so kann es dann mal laufen. Also, da macht das auch wirklich Spaß halt. Ne? Und ja, mein Glückwunsch dazu. Ich hoffe, euch haben die Runden gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin dann. Ciao.